Moin, hier mein nächstes Video von der Season 5, beziehungsweise ich glaube, das ist sogar mein erstes. Wir haben es jetzt genau 17 Uhr, ja, genau eine Woche später. Eine Woche später, wir schreiben den 22.01. und ich habe jetzt eine Woche Season gespielt und habe natürlich wieder den WD gespielt, aber auch den Crusader habe ich seit gestern. Da der Crusader mit dem neuen Dawn-Set sehr lustig. Also, Fazit. Das Patch, was vorher schon gekommen ist in der Season, ist absoluter Dreck. Ist absoluter Müll. Ich habe jetzt trotz Jobs und Arbeit Paragon 750. Die anderen, die man in den besten Listen nachschlagen kann, die haben schon weit über 1000. Das ist so ein Müll. Man kriegt so schnell so gute Items. Ich habe hier viele Sachen in Uralt schon. Mache zwar nur 1,4 Schaden, aber die Zähigkeit läuft. Wenn man sich das hier anguckt. Upsala. Die laufen nach einer Woche 82er. Das ist so lächerlich. Das ist absolut blödsinnig. Also, auf meinem Profil kann man sich das auch angucken. Seasons Rekorde hier. Kreuzritter bin ich 55er gelaufen. 60er war locker drin. Hexendoktor bin ich solo 60 gelaufen. Zu zweit 64. Und da ist jetzt schon ein bisschen mehr drin, weil ich im Moment ein bisschen T10 Rifts gefarmt habe. Aber das ist so lächerlich. Man kriegt so schnell die guten Items. Und weil man auch die noch umrollen kann und Uralte draus machen kann, lohnt es sich wiederum, das Set zu tragen hier mit Litanei und Dingenskirchen. Nee, warte mal. Dieses Set hier, ne? Solange dies euer einziger Setbonus ist, erhöht jeder angelegte Uralte Gegenstand euren Schaden um 100% und reduziert euren erlittenen Schaden um 4. Also, wenn man in den besten Listen nachguckt, da wird man sehen, dass die meisten mit die Sets hier spielen, egal welche. Also, wenn man hier sieht, was ich hier schon alles gefunden habe, wie viele Items ich habe, gut, ich habe es ein einziges für drei Omelette nachcraften, wie hoch die Steine sind. Na gut, 6, aber die ich trage hier, 50er Steine für Gold, 56er, 60er, dann haben wir, was denn hier noch? Noch 54er, 60er habe ich, glaube ich, hier hinten drin. Woanders, also schon recht hoch. Was ich hier alles so gefunden habe, die ganzen Sets komplett, viele davon nur in uralt, 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 uralt. Das Arachyrs 4 von 6 Teile in uralt. Ne, 5 von 6 sogar. Also, das ist so lächerlich. Die Massas auch 4 Teile in uralt. Zu den Massas, Erfolge habe ich auch versucht zu machen, gerade eben noch. Das habe ich jetzt hier leider nicht mit drin. Den meisterhaften. Wenn man dann hier guckt, das ist die Saisonreise. Das ist Eroberer. Und ich weiß nicht, ob es danach noch weitergeht, aber das ist das, was jeder haben will, weil man kriegt ein Fach dazu. Alles andere, Etappe 1 bis 4, ist lächerlich. Alles darüber macht man automatisch irgendwie mit. Ich ziehe nur noch eine zweite Errungenschaft. Die Errungenschaften, die kann man hier sehen. Die sind natürlich. Ah, ein Solospiel 45 zu erreichen. Solospiel 45 ohne Setboni. Mit WD ist das locker flockig gemacht. Alles kein Ding. Große Nephalem-Portale. 40. Habe ich auch alles hingekriegt. Das ist echt kein Ding. Solospiel. Ölzahn, Dorn des Ansuchers, das ist das Crusader-Set und zu Wasser ist auch 40 geschafft jeweils. Da muss man halt dann noch drei weitere machen. Warte mal, Errungenschaften hier. Ich glaube hier unten. Und 45er schaffen. Nee, Hardcore. Oh, hier, da habe ich auch schon drei. Zu den Massas, Dornen und Höllenzahnharnisch. Ich meine, 55er, das ist T10 plus 10 dazu. Also vielleicht T12 oder irgendwas. Das ist so lächerlich einfach. Man hat quasi sehr viel, sehr schnelle Sachen. Meister 800 aufgelösten Portale, das wird schwierig. Da habe ich bisher nur Geist von Arachyrs. Was bin ich dran? Das mit dem Dornen müsste man mal. Hier Sprinter. Das war das, ist was für die Leute, die das schauen. Habgier, okay, 50 Millionen Späne habe ich ein, zweimal probiert, war aber nicht so mein Ding. Also, Zusammenfassung, wenn man hier sieht, nach einer Woche, große Nephilim-Portale, alles, Gegenstände auch quasi alles. Das sind nur so ein paar kleine Handwerksgeschichten, allgemeine Sachen, was man da halt dann noch braucht. Und darum, aber eigentlich völlig uninteressant sind. Es sei denn, man ist wirklich geil auf diese Dinger, ne? Das waren die 25
Bogen. Durch den Cube kriegt man so viele Sachen nochmal erhöht in Schaden. Ich habe bis hier, weil ich da halt mit. Was ist das gelaufen? Ich habe jetzt nur so ein paar Sachen, wie gesagt, nur 25. Das bei den Kopfköpfen habe ich hier halt die Sachen auch mal weggecubed. Also ich hatte die richtigen Sachen, die hat man da so drin. Hier auch. Prunkritten, Haarring, ein Kettringe, auch Band der Habgier zu und Maraskleid. Hüllzahn. Also das ist, dazu muss man dann auch noch sehen, dass diese Hüllen, dass diese Dinge hier, 1, 2, 3, 4, dass die absolut scheiße aussehen, finde ich. Und was noch viel bescheuerter ist, dass man das Paragon-Level nicht mehr sehen kann. Weil das genau denselben Hintergrund hat. Also das ist echt bescheuert. Einer von diesen hier hat irgendwie einen Hintergrund, der richtig schlecht zu sehen ist. Das sieht man hier ja auch schon, dass man das nicht vernünftig sehen kann. Das ist echt für den Arsch. Deswegen bleibe ich eigentlich bei dem. Also ich muss grundsätzlich sagen, dass dieses Patch und auch die Season eigentlich für den Eimer ist. Außerdem gibt es schon wieder Bugs und Hotfixes, die aufgespielt wurden und noch nicht alles weggemacht wurde, weil die gesagt haben, nö, wir lassen das in dieser Season zum Beispiel das Ansturm Problem mit dem Barb, das sagen die, auch noch dieses ah, tolle Wurst. Des Weiteren finde ich es unmöglich, dass man als WD nur seinen eigenen Buff sieht, wenn man im Voodoo drin steht. Wenn man im Voodoo drin steht, ich kann das ja mal kurz zeigen, hier mit Verhexen. Voodoo, da. Annehmen. Wenn ich jetzt den Voodoo mache, oder so, da, dann stehe ich drin, dann ist das hier so ein goldener Rand um den Skill herum. Der geht dann irgendwann weg, wenn ich rausgehe. Hier. So. Da ist er dann weg. Aber der Voodoo steht halt noch. Jetzt wieder reingehe, kriege ich den Rand auch wieder. Das Problem ist bloß, dass hier in dieser Buff-Leiste die anderen Mitspieler das nicht sehen. Früher gab es hier immer so ein Symbol mit dem Voodoo, dass man sehen konnte, ja, ich stehe da jetzt drin. Das gibt es nicht mehr. Das ist völlig bescheuert. Ebenso bei Mönch habe ich festgestellt, wenn ich als WD der heiligen Einkehr von Mönch stehe, das ist ja auch so ein Bodeneffekt, so ähnlich wie der Voodoo. Vor allen Dingen für EHP sehe ich als WD auch nicht, dass ich da drin stehe. Und das ist in großen Rifts, wenn da Tausende von Mobs irgendwie rumstehen und man die ganzen Effekte auf dem Boden hat, man sieht es nicht mehr, wo auf dem Boden das ist. Dann orientiere ich, habe bisher immer so ein bisschen dran orientiert, wo der Mönch so steht. Man kann so ein bisschen auf der Karte sehen, wo der steht. Und auch, ob ich dann drin stehe oder nicht. Das konnte man hier auch in der Buff-Leiste sehen. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Das ist unmöglich. Also, was ich da Blizzard wie gedacht habe, denke ich. Weiß ich auch nicht. Des Weiteren kann man, wenn man hier drauf geht, ist hier keine Auswahl mehr zum Betrachten des Spielers. Das ist so beknackt. Die haben das rausgenommen, damit man in einem öffentlichen Spiel nicht sofort die Leute angucken kann und dann sagen, ja, nö, der hat keine Kühe raus oder sowas. Das ist so bescheuert. Jetzt muss man nämlich über das Profil gehen und dann über die Helden und dann hier angucken. Das ist echt unter aller Sau. Weil das ist so kompliziert. Jetzt war immer ein einziger Klick. Betrachten stand hier, oder Held betrachten stand hier. Und dann konnte man den so links auf diesem ja, Screen halt sehen, was der anhatte. Leider nicht mit was da drin, aber das war egal. Und das gibt's jetzt auch nicht mehr. Also die haben Bugs. Der WD wurde gestern erst wieder gefixt, weil er vorher genau denselben Bug hatte, wie es den schon mal gab, nämlich mit dem Dartpfeil. Dass die Fetische, die ja eigentlich gleichzeitig schießen sollten mit der Karnevalsfratze, dass die nicht geschossen haben hier. Wenn ihr ein Gift verschießen, 5 auch die Pfeile. Das haben die aber nicht gemacht teilweise. Richtig bescheuert. Und der Bug war bekannt und die haben das trotzdem gepatcht. Also das kann nicht angehen. Dieses Patch ist echt für den Arsch. Ich habe das jetzt wirklich ein bisschen getestet, vor allem auf dem WD und auch auf dem Crusader. Ich finde es scheiße. Das ist einfach scheiße, dieses Patch. Das ist nichts Überdachtes. Diese zwei, drei Ebenen, die neu sind. Ja, schön und gut, aber das war's dann auch. Diese Set-Portale sind entweder scheiße schwer, dass man sie nicht schafft, auch von anderen Leuten gehört. Ich habe das Hüllenzahn-Set nicht hingekriegt, keine Chance. Oder sie sind halt pipi einfach. Man läuft da rein und lässt irgendwo und muss nichts machen. Man macht die einfach tot irgendwie so. Das ist absolut lächerlich. Hier. Crusader. Komplettes Set. Also jetzt nicht wirklich uralte Sachen dabei, aber das ist egal, außer das Schwert hier. Die Ringe sind auch nicht so doll, aber mit dem bin ich 55er gelaufen. Ne? Und das hier ohne Schaden, aber das macht ja nichts, weil ich hier Dornenschaden habe eigentlich. Ja, Dornenschaden habe ich hier. Moment.
Habe ich denn hier? Da, Dorn, 150.000. Und das ist noch nicht mal alles, weil ich hier die Steine nicht drin habe, weil die Steine auf dem in der Kiste sind, um die halt mit dem WD zu leveln, weil der WD halt hier, da gibt es nochmal 45.000 Dornen dazu. Also, man kriegt zu schnell. Ich habe den gestern hochgelevelt. Beim Hochleveln hatte ich Glück gehabt, da habe ich in einem Shift gespielt und. Aber ich habe sonst kein Equipment gehabt. Und dann haben wir so ein paar Rifts gelaufen. Ich habe das alles umgekehrt. Ich habe ja hier genug von den Dingern, was ich halt gehandelt habe. Und da kriegt man so schnell die ganzen scheiß Items dafür. Das kann nicht angehen. Also, ich finde dieses Patch einfach für ein. Ich meine, ihr könnt euch selber eure Gedanken drüber machen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier 750 erreicht und ein bisschen was gespielt. Und sowohl in Gruppe als auch so natürlich. Und ihr könnt ihr eure Kommentare gerne unten drunter lassen. Ich werde mal gucken, was ich dann dem noch mache. Aber erstmal so als erstes, kurzes Fazit nach einer Woche. Und mal diesen Hexendoktor 131 Stunden gespielt, Kreuzritter nach 3 Stunden Kreuzritter gespielt. Ne? Muss man sich mal überlegen. 3 Stunden Kreuzritter, Level 5, da. Ne? 14 Millionen eingesammelt, Blutsplitter, naja, gut, ein bisschen mehr. Und ja, jede Menge Nephilim-Portale, Kopfgelände, nicht so viele, aber das kommt noch. Dann Paragon 700. Den worden. Kann ich sagen, dass ich das Patch scheiße finde. Absoluter Müll, kein wirklicher Content. Innerhalb von ein paar Tagen ist das weg. Man kriegt nur immer schneller seine Items und macht mehr Schaden. Ich habe jetzt immer noch nicht hier überall nochmal Steine drauf gekloppt. Weil er reinkoppen kann, um nochmal Mainstat zu kriegen, da würde man noch mehr Schaden machen. Alter, das ist einfach nur lecker. So schnell, so stark und es macht einfach keinen Spaß mehr. Selbst für Casual-Player, für die das ja eigentlich ausgelegt ist, selbst die werden sehr schnell, sehr stark und das kann es einfach nicht sein. Also, weiß ich nicht, irgendwie muss Blizzard sich da was überlegen. Mittelmaß finden für Casuals als auch für etwas. Naja, mehr Hardcore-Gamer, die halt häufiger spielen. Bis jetzt ist es einfach nur. Okay. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.